wohlhabende Schüler leben nach ihren eigenen Regeln. Die Fahrt zum Abschlussball sollte für eine reiche Schülerin wie Rose bequem sein. Das verstehe ich nicht. Wo ist mein Fahrer? Ach, endlich! Hey, Sie sind spät dran. Das Transportmittel der armen Carol ist viel einfacher. Aber es scheint ihr egal zu sein. Spring rauf, Carol. Wir werden eine wunderbare Nacht haben. Natürlich nur, wenn sie heile ankommen. Arme Schüler lernen immer viel, um gute Noten zu bekommen. Ist das ein Flugzeug aus Geld? Hey, ihr Streber! Aber für die reichen Jess und Rose ist die Schule nur für den Spaß da. Sie werfen wieder mit Geld um sich. Ich habe diese verwöhnten Mädchen so satt. Hey, dreh dich um. Du bist so langweilig. Oh, Geld. Ich werde eine angemessene Verwendung dafür finden. Herr Stone lässt sich von dem Verhalten seiner VIP-Schüler nicht stören. Lernen kann ziemlich anstrengend sein. Deshalb haben wohlhabende Schüler Zugang zu einem eigenen Pausenraum. Ah, ich brauche nur Geld, um dort Zutritt zu haben. Ah, genau das brauche ich jetzt. Einen erfrischenden Cocktail und köstliche Süßigkeiten. Was könnte an einem normalen Schultag besser sein? Vanessa, siehst du das? Da müssen wir auch rein. Ach, arme naive Mädchen, nicht jeder Schüler kann sich eine solche Ruhepause leisten. Die Beziehung zwischen Eltern und Kindern kann unterschiedlich sein. Hab Spaß beim Lernen und vergiss nicht zu essen. In Vanessas Familie ist wahrer Reichtum Liebe und Freundlichkeit. Warte, Tochter, vergiss deinen Hut nicht. So ist es besser. Auf Wiedersehen, Schatz. Oh, Frank, unser Baby ist groß geworden. Aber der reiche Vater von Jess ist es gewohnt, sich auf eine andere Art und Weise um seine Tochter zu kümmern. Meine Partys werden die größten der ganzen Schule sein. Ja, ja, Tochter. Geh schon. Aber Dad. Dankeschön. Arme Schüler geben kein Geld in der Kantine aus. Die beste Wahl ist ein selbstgekochtes Mittagessen. Ich bin so hungrig. Jetzt können wir endlich einen Snack essen. Aber für reiche Schüler gibt es ein spezielles Menü. Ih, sieh dir nur ihr Essen an, Jess. Es sieht ekelhaft aus. Herr Ober. Ich danke Ihnen. Ja, das werde ich niemals essen. Ich bin auf einer speziellen Millionärsdiät. Guten Appetit, meine Damen. Wow. So ein Mittagessen würde ich nicht ablehnen. Ich bin satt. Diese Zitrone war unglaublich. Kellner, nehmen Sie das Geld. Los geht's, Rose. Hey, Finger weg von den Shrimps. Entschuldigung. Für wohlhabende Mädchen ist der Chemieunterricht eine gute Gelegenheit, das neue Parfum aus der Lux-Kollektion zu testen. Wir fangen mit diesem hier an. Oh, was für ein schöner Geruch. So, das nächste. Das sind die teuersten Parfums aus dieser Sammlung. Oh, dieser Duft ist auch schön. Hm, Carol, ich habe eine Idee. Lass uns unser eigenes Parfum herstellen. Okay, fast fertig. Noch ein paar Tropfen. Jetzt mischen wir es. Hm, das ist gut. Und das ist der letzte Schliff. Voilà. Das wird unser Lieblingsduft.
Was ist das für ein furchtbarer Gestank? Ja, es riecht hier so billig. Die reiche Schülerin Rose frühstückt immer wie eine Königin. Ihr Frühstück, Fräulein. Was ist das? Wollen Sie mich verarschen? Ich brauche etwas Luxuriöseres. Sie haben 10 Minuten, um das wieder gut zu machen, meine Liebe. Ich warte. Ich hoffe, dieses Ei ist luxuriös genug, Miss Rose. Ja, es ist perfekt. Guten Appetit. Aber wie soll ich es essen? Nun, beim Streben nach Luxus kann man nicht nur hungrig, sondern auch zahnlos sein. Autsch! Aber die bescheidene Vanessa braucht keine goldenen Eier. Was gibt es Besseres als ein so köstliches Frühstück? Und Carol scheint ihr völlig zuzustimmen. Gut, ich bin nicht gierig. Oh, Carol, ich habe Kekse. Hier, nimm dir welche. Danke. Ich habe noch ein Kaugummi. Wo kann ich das lassen? So geht es schon. Wir haben jetzt eine Pause. Igitt, ich glaube, ich bin auf etwas Klebriges getreten. Oh nein, das ist Kaugummi. Meine armen Schuhe. Ich muss das sofort loswerden. Alles klar, Jess. Beruhige dich. Atme. Warte. Vanessa, schau. Mein Kaugummi ist zu Geld geworden. Das ist ein wahres Wunder. Was soll ich heute anziehen? Nein. Och nein. Ich mag alle diese Kleider nicht mehr. Es ist Zeit, etwas Neues zu kaufen. Die reiche Rose liebt es, sich mit neuen Outfits zu verwöhnen. Dieses Kleid ist sehr schön. Ich nehme es. Cool. Jetzt bin ich fertig. Die arme Carol hingegen ist nicht so pingelig mit ihrer Kleidung. Oh, ich werde zu spät kommen. Also, was soll ich heute anziehen? Ja, das ist genau das, was ich brauche. Schönheitsbehandlungen sind nicht günstig, aber für die reiche Rose gibt es nichts, was sie sich nicht leisten könnte. Ah, das Leben ist schön. Hey, wo ist mein Cappuccino? Perfekt. Sie können weitermachen. Oh, großartig. Vanessa, schau. Wollen wir das ausprobieren? In Ordnung. Hol schnell das Gemüse. Lasst uns Masken machen. Nun, arme Mädchen wollen trotz dem bescheidenen Budget hübsch aussehen. Ich fühle schon, dass es funktioniert. Und wer braucht schon diese teuren Schönheitssalons? Sich in einem Café zu verabreden, mag nicht luxuriös sein. Aber das Date ist immer erfolgreich. Das ist alles, was ich habe. Wir brauchen noch ein paar Cent. Das ist es. Danke, Schatz. Du bist so schlau. Hier ist Ihre Rechnung. Ich hatte auch eine ziemlich gute Zeit. Ich glaube, ich habe meine Brieftasche vergessen. Vielleicht zahlst du? Aber die reiche Rose trifft selten auf edle Herren. Denn alles, was jeder von ihr will, ist Geld. Hi, Rose. Hi. Du bist im selben Kleid gekommen? Wie konntest du mir das antun? Zieh es aus. Das werde ich nicht tun. Tja, das war's. Das ist Krieg. Haben wir die gleichen T-Shirts? Cool. Nun, anscheinend ist für unsere reichen Mädchen Mode wichtiger als ihre Freundschaft. Hat euch unser Video gefallen? Dann liked es, abonniert unseren Kanal und vergesst nicht, auf die Glocke zu klicken. Man sieht sich!